Hallo und willkommen hier zu Yu-Gi-Oh! News und zwar hier in Link Frames Pack. Bei uns wird es ja wahrscheinlich dann irgendein Special Pack werden. Aber auf jeden Fall mit jeder Menge Link Monster drin und das hier, ich glaube darauf haben sehr viele gewartet, weil es ist ein Vollmetallphose Monster Elektrum, aber ich habe mich schon erkundigt und zwar ist das für Pendeldecks eine sehr, sehr, sehr gute Karte, weil, okay, beginnen wir mal mit den grundlegenden Sachen. Es hat, ist Link 2 Monster, ein Feuer Psi Link Effekt Monster, hat 1800 Angriff, eigentlich auch ziemlich solide für ein Link Monster. Die Link Pfeile sind links unten und rechts unten. Braucht als Materialien zwei Pendelmonster. Nur zwei Pendelmonster. Keine Fullmetalphose oder sowas. Nur zwei Pendelmonster. Also die ganzen Pendelmagier haben hier schon ein Linkmonster, was einfach zu beschwören ist. Dann der Effekt. Ich meine, es ist, wenn es selbst ein normales Monster gewesen wäre, das wäre schon gut genug. Aber der Effekt kommt dann auch. Man kann den dritten Effekt von dieser Karte nur einmal pro Spielzug benutzen. Okay. Der erste Effekt ist aber, wenn diese Karte als Linkbeschwörung beschwört wird, man kann ein Pendelmonster aus dem Main Deck offen ins Extra Deck schicken. Sozusagen Suche, also sowas wie Zephrat, dieses Boss Zephra Monster da, das Pendelmonster, wenn das gelegt wird, kann es auch ein Pendelmonster offen ins Extra Deck schicken. So circa derselbe Effekt. Ist eigentlich auch ziemlich gut. Man kann das natürlich auch in Zephra spielen, aber Pendelmagier kann man was reinschicken und dann Pendelbeschwörung und das ist schon in der Extrafeldzone. Okay, also für die erste Runde ist schon gut genug. Zweiter Effekt ist, einmal pro Spielzug, man kann eine offene Karte wählen, die ich kontrolliere, außer diese Karte. Diese Karte zerstören und falls man das tut, und dann kann man ein offenes Pendelmonster im Extra-Deck in die Hand zurückschicken. Ja, richtig gehört. Und zwar, also der erste Effekt ist, man schickt ein Pendelmonster ins Extra-Deck. Zweiter Effekt ist, man zerstört eine Karte, die man offen kontrolliert, um ein Pendelmonster vom Extra-Deck in die Hand holen. Indirekter Sucher, würde ich mal sagen. Und das Beste ist ja bei den ganzen Magier, weil wenn die zerstört werden oder das Feld verlassen, dann aktivieren sie ja ihren Effekt. Und wenn sie ja das Feld verlassen, dann kann sich die Zauberkarte da auch noch, diese Pendelkraft-Zauberkarte auch noch aktivieren, um noch eine Pendelmonster zu holen. Und wenn dieser lila Gift-Magier zerstört wird, darf man eine offene Karte zerstören, wenn der Pendel Augenmagier zerstört wird, dann darf man sich ein Pendelgraf-Karte holen. Ich würde sagen, besser geht's wohl nicht, oder? Dann, der dritte Effekt ist wieder ein sehr, sehr gutes Plus, wenn diese Karte von der Pendelzone, also nein, wenn eine Karte von der Pendelzone das Feld verlässt, ziehe eine Karte. Bitte was? Ich kann jede Runde, ich kann sogar meinen Gegner seine Runde meine Monster von der Pendelzone auf den Friedhof schicken, wenn ich will. Und dann darf ich noch eine Karte ziehen. Das ist Draw Power Pur mit diesem Link-Monster. Und es ist nicht, es heißt zwar Fullmetalphose Elektrum, es ist aber kein Fullmetalphose, es ist einfach nur Pendel-Elektrum und ist für jedes Pendel-Monster-Deck gut. Ich meine, was gibt's Besseres? Sie konnten nichts Besseres für Pendel da rausbringen. Das hat drei Effekte, die so gut sind, dass man sie in jedem Pendeldeck spielen muss, schon fast. Weil es einfach Suchen und Draw Engine in einem ist und sogar zwei extra Feldzonen bringt. Ich meine, zwei Pendelmonster ist doch easy cheesy zu machen. Und ja, ich bin so happy. Aber natürlich, Magierpendel wird das jetzt sehr, sehr gut gefallen und es werden sehr viele wieder damit spielen. Tja, aber es macht nichts.
Okay, das war's mal mit diesen News und bis zum nächsten Mal.